Hi Leute, was geht heute zu einem etwas ungewohnten Video? Und zwar sind wir heute im richtigen Minecraft. Lost. Nee. Heute stelle ich euch was Nices vor. Und zwar, warum habe ich das gerade gemacht? Keine Ahnung, ich bin lost. Heute zeige ich euch mal mein komplettes, meine Base, die ich mir mal gebaut hatte im Überleben vor langer Zeit. Ich habe auch gefeatet, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr. Aber ich habe mir die mal gebaut halt jetzt. So. Wir fangen an. Hier ist mein Dorf, also mein Spawn, den ich hatte. Ich bin hier in so einem Dorf gespawnt. Dann habe ich mir am Anfang erstmal. Kann man gleich mal sowas hier bauen. So. Habe ich mir am Anfang gleich hier so ein Starterhaus hier gebaut. Oder wie man das. Man nennt ja hier ist erst ein bisschen Loot noch halt einfach drin. Ja. Dann ist hier gar nichts. Also einfach nur ein Haus. Hier ist noch ein Verzauberungstisch und alles. Genau. So, mehr ist jetzt hier auch gar nicht so, also es ist nicht so groß. Hier habe ich zwei Endertruhen an meiner, das ist jetzt mein Höhleneingang. Da habe ich einen Pfeil und alles drin. Ja, das kann ich ja noch weiter machen. So, dann geht's hier runter, Leute. Ja. Hier sind zwei Ofen. Ich zock die Map jetzt nicht mehr, ich wollte euch nur mal zeigen. Ja. Hier sind zwei Ofen. Genau. Genau, hier sind zwei Ofen. So, hier ist noch eine Werkbank. Ihr kennt den Haus. Das ist ein bisschen Loot in der Truhe. Also nicht viel. Ich kann jetzt auch mal alles hier reinmachen. Das ist nicht auch. So, dann geht's hier hinter. Hier ist so ein kleiner Villager. Hier habe ich erstmal nur so Smaragde reingetan. Hier ist noch eine Handelsstelle. Also eine kleine Handelsstelle ist hier einfach. Dann ist hier ein richtig nicer Unterwasserkeller. Mache ich immer in dem Glas. So ein kleiner Unterwasserkeller hier, so eine kleine Schiene, ja. Und das war's dann eigentlich auch. Und falls euch das kleine YouTube-Video gefallen hat, lasst gerne mal ein Like da. Und in dem Falle würde ich sagen, haut rein.